Also der Simon hat sich Europapark zum Geburtstag gewünscht. Und mein Vater, 70 Jahre alt, hier, ist das erste Mal im Europapark. Und wir führen ihn jetzt ein in die Schrecken der Achterbahn. Bist du ready für deine erste Achterbahn? Blue Fire. Da kommst du mit. Das ist eine von der besten. Ich warte hier. Es ist ein wenig geschwommen. 45 Minuten Anstehen auf einer Bahn. Wir verstehen dich nicht. Es ist ein bisschen geschwommen. 45 Minuten Anstehen für eine Achterbahn. Ja, aber das ist die neue Achterbahn. Ja, es ist trotzdem geschwommen. Okay, geschwommen. Was sagt da die Deutsche dazu? Die Deutsche hat einen Strubbelkopf. Die geilste Bahn überhaupt. Geht's, Milo? Ja. Ich hab dich gefragt. Hast du Angst? Ja, ich hab Angst. Also das war ohne Witz wirklich die beste Achterbahn überhaupt. Besser als Silverstar. Die ist echt zu empfehlen. Ist richtig geil. Morgens. Und wir fahren jetzt nach Kroatien. Kuba, ich habe nicht mal dran gedacht. Uns steht jetzt eine 10-stündige Autofahrt nach Kroatien, Pula, das ist im Norden, an. Und wir sind uns hier noch gerade ein bisschen wie Fokus am reinpfeifen. Und dann fahren wir demnächst los. Yay! Yay! Let's go! Let's go! Let's go! Ready to rock! Das wird heute das Bett vom Simi und vom Mauro. Kommt gut. Wir sind in Kroatien angekommen und sind auf einem Parkplatz. Wir übernachten heute noch im Auto und die Jungs übernachten auf dem Liegestuhl. Und morgen geht es dann früh zum Hafen, dann gehen wir das Boot abholen und gehen los mit Segeln. Also wir sind jetzt in Pula angekommen und gehen noch einkaufen, frisches Gemüse für auf dem Boot, fahren dann weiter an den Hafen, gehen das Boot abholen und versuchen dann so schnell wie möglich mal Richtung Süden loszusegeln. So, Papier.
Papierkram ist erledigt und jetzt gehen wir aufs Boot, machen den Check-in und dann geht's ab aufs Wasser. Wir sind jetzt unterwegs zur ersten Insel und wir haben vorhin 7,5 Knoten geregelt. Wir haben hier eine geile Schräglage, die richtig, richtig guter Wind. Oh, yeah, we're singing.
gerne mal trinken. Und die Jungs bringen wieder mal was Lustiges mit. Du holst einfach hoch, Stück für Stück. Aber wir waren ziemlich nah dran jetzt vorher, ne? Definitiv waren wir ziemlich nah dran. Da! 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 Oh mein Gott! Hier hat es richtig viele Delfine und wir sind jetzt gerade auf Delfin-Watching-Tour, haben schon ein paar gesehen, ganz kurz mit einem geschwommen und jetzt versuchen wir nochmal den ultimativen Shot zu kriegen.
Bis zum Hafen, zu dem Mole gekommen. Aber bis zum Hafen? Genau, bis zum Hafen. Dann ist es gegen den Motor aus, kein Benzin mehr. Deshalb müssen wir es zurücktragen. Scheiße. Habt ihr wenigstens einen Mülleimer gefunden? Ja. Und ein Restaurant. Und geile Restaurants. Na super. Wir sind auf der kleinen Insel Ist. Die ist wirklich super, super süß. Vielleicht 50, 60 Häuser. Und jetzt suchen wir uns ein Restaurant und gehen was essen. Wir haben den ganzen Tag fast nichts gegessen, nur Delfin-Catching gemacht. Zwei Delfine gesehen, super, super nah, ca. 5 Meter Distanz geschwommen mit denen. Also es war richtig, richtig geil. Und jetzt sind wir alle super hungrig und müssen was essen. Oh mein Gott, so geht's, aber look, der Schuss, wenn ihr ihn abwebt. Wanna have fun, fool around someone, don't you wanna have fun? Said that they don't got a future, future like God. It burns, so give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? Don't you want
Letzter Tag segeln. Maximale Krängung. Oh, 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 oh.